In Großbritannien fühlt man sich unweigerlich an die Nacht erinnert, die hier alles, vieles, zumindest in der politischen Arena, verändert hat. Die Nacht des Brexit-Referendums im Juni, als die Briten entschieden, aus der EU auszutreten, wenn auch nur knapp. Und so wurden die Kommentatoren in den Wahlsendungen der großen britischen Sender auch nicht müde zu betonen, dass diese US-Wahl irgendwie dem Brexit-Drehbuch folge. Eine wütende, eine Anti-Establishment-Bewegung gibt den Ausschlag. Vorher hatte Trump niemand auf der Rechnung, also der Underdog gewinnt, wie auch hier niemand den EU-Austritt wirklich auf der Rechnung hatte. Die Umfrage, die Meinungsforscher lagen alle komplett daneben. Und am Ende kommt es zu einem Ergebnis, eben mit dem niemand gerechnet hat. Und Donald Trump hat ja selbst gesagt, seine Wahl wäre ein Brexit plus plus plus. Und so darf es auch nicht verwundern, dass die erste politische Reaktion von Nigel Farage kam, dem UKIP-Vorsitzenden, also dem Vorsitzenden der United Kingdom Independence Party, der sozusagen den Brexit zu seinem Lebenswerk gemacht hatte. Und er gratulierte Donald Trump, obwohl der Sieg da noch überhaupt nicht feststand. Er fühlt sich hoch erfreut und er sagt, das wäre die zweite Revolution in diesem Jahr eben nach dem Brexit. Er war ja auch bei Donald Trump auf Wahlkampfveranstaltungen aufgetaucht. Und diese Hoffnung mit dem Brexit, das ist sozusagen das Prinzip Hoffnung hier in der britischen Hauptstadt. Denn Donald Trump war einer der wenigen politischen Figuren überhaupt in der Welt, die den Brexit begrüßt haben, die gesagt haben, ja, das sei ein richtiger Schritt. Und er hat Großbritannien damals versprochen, man werde die Briten großzügig und mit zuallererst an die Reihe lassen, wenn es darum geht, neue Handelsverträge auszuhandeln, die eben notwendig werden, wenn Großbritannien die EU verlässt. Aber dieses Prinzip Hoffnung ist nicht wirklich das, was die politische Klasse hier trägt, vor allem nicht die britische Regierung. Die macht sich natürlich große Sorgen, ist skeptisch, denn Donald Trump steht für Unberechenbarkeit. Man fürchtet internationale Turbulenzen, etwas, was man in dieser angespannten Lage, wo das Land vor so großen wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen steht, eben in Form des EU-Austritts, nicht wirklich braucht. Da wäre Hillary Clinton die wohl berechenbarere und verlässlichere Partnerin gewesen. Aber nun läuft es auf Donald Trump zu. Und das ist der Mann, dem Hunderttausende Briten noch im Sommer die Einreise verweigern wollten in Form einer Petition an das britische Parlament.